Aber nicht nur in Lebensmitteln findet Gelatine Verwendung. Ein weiterer Bereich, in dem Gelatine unentbehrlich ist, ist die Medizin. Viele wichtige lebensrettende Medikamente, aber auch zum Beispiel Mineralien oder Vitamine, können wir nur zu uns nehmen, weil sie in einer Gelatine-Kapsel verpackt sind. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Kapseltypen. Hier die harten, die meistens aus zwei Hälften bestehen und pulverartige Medikamente enthalten. Und die weichen, in denen meist flüssige Wirkstoffe enthalten sind. So sind die oft sehr empfindlichen Inhaltsstoffe vor Licht, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen bestens geschützt. Außerdem sind sie durch die feste Hülle immer und überall ideal zu dosieren und einzunehmen. Praktisch, wenn Medizin zum Beispiel sehr bitter schmeckt oder nicht durch eine Spritze gegeben werden kann. Und noch einen Vorteil gibt es. Denn bei der Herstellung der Gelatinekapseln kann eingestellt werden, an welche Stelle im Körper und in welcher Zeitspanne sich die Kapsel auflösen soll, damit der Wirkstoff freigesetzt wird. Ob zum Beispiel im Magen oder im Darm, ob schnell oder langsam. Das ist ganz wichtig bei Medikamenten. Das ist der Grund, warum Gelatine sogar täglich hilft, Leben zu retten. Und natürlich variieren die Kapseln in Größe und Form. Sie gibt es für Menschen und für Tiere. Die kleinsten sind etwa so groß wie Staub. Und die größte? Etwa 10 cm groß. Wie diese hier, die für Elefanten gedacht ist. Gelita. Improving quality of life.